Okay, ich habe es maximal schön da jetzt rausgeknetscht. Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar teste ich Dinge, die ich mir sonst eigentlich nie kaufen würde, an denen man irgendwie so blind vorbeiläuft im Supermarkt, weil man sie einfach gar nicht auf dem Radar hat. Ich nehme da immer sehr gerne Tipps von euch auf. Wird es auch in diesem Video geben, denn ihr habt im letzten Video schon kommentiert, was ich mal testen sollte. Und ich würde sagen, los geht's. Den Anfang macht etwas, das ich bei Edeka gefunden habe. Das ist ein Milchsnack von den Ottifanten. Da gibt es ja irgendwie, ist ja von Otto seine Linie, die er da so hat. Und da hat er verschiedene Produkte. Das ist jetzt Schokonuss-Karamell. Den gab es im Kühlregal. Das sind 140 Gramm, 4x35 Gramm. Süß. Also sieht schon süß aus. Das glänzt total. Seht ihr das? Ja, man sieht es sogar. Ich dachte gerade schon, das wäre irgendwie nass. Aber es glänzt einfach. Ist ja witzig. So sieht es jetzt in der Mitte aus. Oh mein Gott. Das ist eindeutig etwas, was man voll verpasst hat. Also es schmeckt super erfrischend. Ganz, ganz lecker schokoladig. Ja, echt wie so ein richtig leckerer Milchsnack. Top. Also ich finde auch die Schokolade mit den Nüssen und dann diesen kleinen Teigboden. Top. Da sollte man mehr hypen. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Und bekommt 9 von 10 Punkten. Dann geht es weiter hier mit so einem Power Cake. Ich liebe ja Riegel, aber so ein Power Cake habe ich, glaube ich, so selten bisher gegessen. Das sind jetzt 120 Gramm Riegel einfach. Das ist auf der Basis von Hafer. Genau, und ich habe jetzt die Sorte Zitronengeschmack. Sieht halt auch literally aus wie ein Kuchen. Ich mag den Hafergeschmack. Finde ich lecker. Mir könnte es ein bisschen fluffiger sein. Ich finde es immer ein bisschen zu kompakt, diese Riegel. Und die Schicht oben drauf ist auch lecker. Aber nur ein ganz leichter Zitronenhauch. Also könnte wirklich ein bisschen zitroniger schmecken, dadurch ein bisschen erfrischender. Die Schicht, schade, das ist doch wirklich einfach ein bisschen mehr Zitrone. Sonst ist es ganz lecker, doch. Und ich finde, wenn man mal schnell irgendwie was braucht, 7,5 Punkte. Im letzten Video hatte ich ja auch schon hier die Lay's Flavors Iconic Restaurants Sorten. Und jetzt habe ich hier Pizza Hut Margarita Geschmack. Letztes Mal, die mit Subway, fand ich ja ganz gut. Aber die Sorte schmeckt mir für mich wirklich so undefinierbar. Also schmeckt nicht nach Pizza, schmeckt einfach so ein bisschen gewürzt. Aber einfach auch ein bisschen zu wenig gewürzt. So einen ganz leichten Pizzageschmack vielleicht. Aber nee, überzeugt mich leider nicht. Sind mir auch wirklich zu wenig Gewürze dran. Schade. Die Sorte würde ich mir nicht wiederholen. Und deswegen 5 von 10 Punkten. Dann mal wieder etwas zum Trinken. Und zwar ist das hier Schokomel. Also das ist eigentlich in den Kakao, aber irgendwie habe ich es jetzt erst wahrgenommen. Ich habe es früher nie gesehen gehabt, diese Schokomel-Sachen. Das sind jetzt 300 Milliliter. Hier haben wir den Spaß. Riecht wie gute Schokolade. Ja, schmeckt wie ein leckerer Kakao. Ich weiß jetzt irgendwie gar nicht. Irgendwie ist es das, dieses Kokomel, ist es aus einem anderen Land oder weiß ich nicht. Irgendwie habe ich nichts für das Besondere bis jetzt da herausgefunden. Das ist eine gute Schokolade, die ich nicht kenne. Naja, aber auf jeden Fall ist eine leckere Schokolade. Doch, kann man trinken. Jetzt nichts Besonderes, aber schmeckt gut. Deswegen 7 von 10 Punkten. Dann gibt es mal wieder was zum Löffeln für mich, denn ich liebe es ja, Aufstriche zu löffeln oder die mit Gemüse oder sowas einfach zu essen. Und ich habe noch nie von der Biozentrale, das ist ja die Biomarke vom Edeka, Aufstrich probiert. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sorten. Ich weiß nicht, warum ich die noch nie gegessen habe. Jetzt habe ich die Sorte Gemüse. Das ist ein herzhaft frischer Bio-Aufstrich. Ja, mit verschiedenen Gemüsen und eben auch vegan. Der riecht schon mal sehr lecker. Ist auch lecker. Doch, hat eine sehr leckere Gemüsenote. Ich finde, da ist halt schon immer so Paprika das Dominanteste meistens. Aber es ist trotzdem ein guter Mix. Er schmeckt gar nicht so salzig, weil ich kenne den von Alnatura, den liebe ich. Das ist, glaube ich, dieser mit Paprika. Und der schmeckt ein bisschen salziger noch, also noch ein bisschen würziger. Aber es ist auch nicht schlecht, so ein bisschen weniger Salz mögen vielleicht manche von euch. Ich liebe es halt salzig. Aber trotzdem ganz, ganz lecker. Würde ich mir auch wiederholen und bekommt 8 von 10 Punkten. Etwas, wo ich ja auch tatsächlich einfach immer vorbeilaufen würde oder vorbeigelaufen bin, ist ja Kaffeekuchenquark. Also das klingt so cool. Das ist einfach so ein Kaffeekuchen mit Quarkfüllung. 440 Gramm von Rewe Best Ball. Und also ich finde das richtig cool. Das ist halt wie so ein typischer Hefe. Topf, so sieht es jedenfalls aus.
Bin ja mal gespannt. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal diese Quarkfüllung und an sich ist es schon sehr fluffig. Oh, ich mag ja sowas, ne? Also, das ist schon lecker. Schmeckt schon ziemlich nach so einem typischen Fertigteig und manchmal schmeckt man das doch sehr heraus. Und es könnte, also dieser Quark hat so einen ganz komischen Nachgeschmack, so ein bisschen. Also ja, es könnte noch mal ein bisschen besser schmecken, aber ich finde es nicht schlecht. Ich glaube, das Ding an sich würde ich mir jetzt nicht wiederholen und vielleicht teste ich nochmal verschiedene andere Sachen, die wir noch so haben. Das bekommt jetzt 7 von 10 Punkten. Und dann habe ich einfach noch nie Robby gegessen. Ich war immer Team Fruchtzwerge und das ist jetzt Monsterbacke Früchtequark von Ehrmann in Strawberry, Banana und Raspberry. Also ja, eigentlich wie Fruchtzwerge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das groß anders schmeckt. Sind eben so süße kleine Päckchen, eigentlich super unnötig, aber für Kinder ist es halt schon süß, dass die in so klein existieren. Und das sind jetzt 300 Gramm insgesamt. Ich teste jetzt erstmal mich durch alle Sorten durch. Ich mache mal erstmal Erdbeere. 1:1 wie Fruchtzwerge. Okay, wo ist der Unterschied, Freunde? Banane. Tschüss. Also, sorry. Hä? Habe ich irgendwie was verpasst und hier was umgenannt? Was ist denn hier? Also, das Himbeere. Ja, was soll ich da sagen? Das sind Fruchtzwerge. Bitte, mich interessiert jetzt brennend, was hier der Unterschied ist und ob ihr vielleicht irgendwie immer Robby hattet oder ob ihr auch Team Fruchtzwerge seid. Ja, kann man sich halt holen. Das ist halt genau das gleiche wie Fruchtzwerge. Also ist lecker. Love it. Bekommen 8 von 10 Punkten. Und dann auf eure Empfehlung aus dem letzten Video hin, habe ich jetzt von Eglü auch die Auberginencreme gekauft. Der Grieche, den muss ich auch unbedingt nochmal testen. Das war Platz 2 mit den Empfehlungen. Und jetzt habe ich eben Auberginencreme, vegetarisch, glutenfrei, mit ganz viel Knoblauch steht da drauf. Ich finde es ganz cool, die haben so diese Schärfe gerade. Das sind jetzt wieder 125 Gramm. Das sieht auch schon mal wieder sehr gut aus, eben auch mit leckeren Stückchen und Kräutern. Oh, oh, okay. Ich nehme hier mal ein bisschen was. Das riecht wie Aioli pur. Da ist gut Knoblauch hinter. Ich finde, man schmeckt dadurch die Aubergine gar nicht so heraus. Für mich schmeckt es wirklich mit Augen zu wie so ein bisschen würzigere Aioli, aber lecker. Wirklich, wirklich lecker. Also ich liebe ja das Knoblauch. Ich probiere jetzt nochmal so mit so einem Stück Aubergine. Schmeckt man gar nicht so heraus. Aber ich finde es sehr, sehr lecker. Würde ich mir auch wiederholen und bekommt 9 von 10 Punkten. Dann kaufe ich doch einfach nie diese Grand Dessert hier von Ehrmann, gibt es die ja. Und da habe ich jetzt die Sorte Double Toffee geholt und dachte, ja, die sieht ja eigentlich ganz vielversprechend aus oder klingt vor allem auch ganz gut. Das sind jetzt 190 Gramm. Die kostet das jetzt 99 Cent und oh mein Gott, warum kenne ich, also warum kaufe ich die so selten? Das schmeckt so lecker nach Karamell. Also eben das Fluffige on top und dann diese Karamell-Pudding-Geschichte. Ganz, ganz lecker. Schmeckt schon sehr süß. Ja, halt eben echt wie so eine Toffee-Creme. Aber ich feiere es. Also es ist wirklich lecker. Würde ich mir auch wieder kaufen und bekommt 8,5 Punkte. Dann gibt es jetzt veganes Mühlenmett auf Basis von Erbsen. Da habe ich auch noch nie irgendwie vorher wahrgenommen. Dachte, das teste ich jetzt auch auf jeden Fall mal. Weil das wäre auch sowas, wo ich ein bisschen dran vorbeilaufe, weil ich mir solche Sachen eigentlich nie hole. Auch diese ganze Fleischwurst, Teewurst, die es halt eben wegen vegan gibt. Das ist jetzt auf der Basis von Erbsen, hatte ich glaube ich schon gesagt, 100 Gramm. Okay, ich habe es maximal schön da jetzt rausgeknetscht. Sorry für die Optik. Riecht neutral. Die Sache ist ja jetzt so ein bisschen, Mett schmeckt ja auch nicht nach viel. Das kommt ja eher, wenn man dann die Zwiebeln draufklatscht, Salz. Von der Konsistenz, finde ich, kommt es schon ganz gut heran, obwohl ich auch sehr lange kein Mett mehr gegessen habe. Geschmacklich, also optisch finde ich, sieht es auch aus wie komplett Mett, aber es überzeugt mich nicht so ganz. Ich würde es mir jetzt nicht wieder kaufen, aber ich glaube, jemand, der so ein richtiger Mett-Fan ist und da eben lieber auf was veganes, vegetarisches umsteigen möchte, könnte sich das auf jeden Fall mal holen. Ich persönlich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Trotzdem ist es mal ganz cool und deswegen bekommt es 7 von 10 Punkten. Dann habe ich jetzt einen Rubius-Käse. Ist mir mal aufgefallen, was ist das? Original Allgäuer Rubius-Käse, der würzige. Ihr wisst ja, ich liebe Käse und ich konnte jetzt irgendwie, also es ist ein Weichkäse, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das Besondere daran ist. Deswegen dachte ich, den teste ich mal.
hat auch wieder so ein bisschen festere Schale, riecht auch schon intensiv, aber ich finde, der riecht gut. Also die Schale ist schon fester als bei einem normalen Weichkäse, habe ich das Gefühl. Ja, aber irgendwie schmeckt der halt, also die schmeckt irgendwie so ein bisschen würziger. Aber so richtig würzig finde ich das jetzt auch nicht. Also nicht im Vergleich irgendwie zu so einem richtigen Gorgonzola oder so. Also ich finde, da könnte schon noch ein bisschen mehr Pep dabei sein. Er ist okay, hält mit so einem Brie mit. Also das ist sowas, was ich mal mir kaufen würde, aber jetzt nicht unbedingt immer. Trotzdem, ja, deswegen 7,5 Punkte. Dann hier Cakeys, kenne ich aber noch gar nicht. Gab es auch bei Edeka. Apfelkuchen, American Style Apple Pie. Da gab es ganz viele verschiedene Sorten. 100% natürlich, fertig gebacken und sofort genießbar. Also auf den bin ich jetzt mal sehr gespannt. Hier, geht super easy und hat auch gar nicht so viel Zutaten. Also bin, glaube ich, begeistert bisher. Also so sieht der dann aus. Ich habe gerade schon mal ein bisschen was von dem Rand genascht. Der ist schon mal richtig, richtig gut. Also wenn das nicht köstlich aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Außer, dass die Apfelschicht so ein bisschen Gelee-mäßig aussieht. Aber sonst sieht es top aus. Also ja, die Apfelschicht ist leider nicht so ganz meins. Ein bisschen schade. Die ist, ja, finde ich, schmeckt auch gar nicht so dominant nach Apfel. Aber ich mag, was ich echt sagen muss, diese Teigkonsistenz. Also ich finde den Teig richtig, richtig lecker, weil der so ein bisschen fester eben ist und so ein bisschen an Streusel erinnert. Doch, ich mag es. Also ich finde es aber auch nicht schlecht und ich glaube, ich probiere mich auf jeden Fall nochmal durch die anderen Sorten durch. Wenn ihr davon welche kennt, beratet mich mal gerne. Die Sorte würde ich mir jetzt ja nicht unbedingt wiederholen, aber kann man auf jeden Fall gut essen und bekommt 7 von 10 Punkten. Und ihr wisst ja, ich bin ein ganz großer Eisfan geworden und bei uns gibt es in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es auch noch in anderen Städten gibt, nee, ist nämlich eine Berliner Eismanufaktur, kann man auch einfach lesen, seit 1927 Florida Eis, aber das gibt es bei uns auch in den ganzen Rewe-Märkten etc. Ich habe jetzt hier die Sorte Cookie und das ist Florida Eis Green, aktiver Klimaschutz. Ah, da sind eben die ganzen Becher hier kompostierbar. Finde ich cool, dass sie das so ein bisschen umstellen. So sieht das Ganze hier aus. Also es fühlt sich schon mal sehr cremig an. Keine Cookie-Stückchen enthalten, sondern es hat eben so ein Vanilleeis mit dann Schokokeks-Zubereitung. Ich hatte so lange kein Eisdielen-Eis mehr. Und da merkt man gerade so richtig heftig den Unterschied. Und zwischen nochmal Anführungszeichen Fertig-Eis und einem Eisdielen-Eis. Und das ist so, das schmeckt wirklich wie aus der Eisdiele und wie man da so eine Cookie-Kugel hat. Also wirklich, wirklich top. Ich bin beeindruckt. Davon werde ich auch nochmal andere Sorten testen. Es bekommt 9,5 Punkte. Das war es auch wieder mit meinem Ich teste Dinge, die ich sonst nie kaufen würde Video. Wie immer, ab mit euren Vorschlägen und euren Favoriten-Tipps für mich noch, was ich mal unbedingt probieren möchte, in die Kommentare und ob ihr davon etwas schon mal gekauft habt oder vielleicht auch öfter kauft. Ich bin gespannt auf eure Meinung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!